Es war auf jeden Fall wirklich eine spektakuläre Staffel. Es gibt natürlich noch viele Fragen, aber wir wollen erst noch mal auf unsere beiden Bachelors gucken, auf Dennis und auf Sebastian. Das war das erste Mal, dass RTL gesagt hat, Mensch, wir schicken mal zwei Männer ins Rosenrennen, so nach dem Motto, doppelt unterhält besser. Und am Anfang wart ihr schon Konkurrenten, so habe ich euch damals auch kennengelernt, aber plötzlich wart ihr Best Buddies. Ja. Vom Aussehen ähneln wir uns schon, aber vom Charakter... Ja. Tag und Nacht. Gibt's zwei? Was? Oh mein Gott, es gibt zwei! Ich hab so ein leichtes Fiepen auf den Ohren. Du weißt ja, deine Frauen könnten auch meine sein. Hat er mit Leonie getanzt? Dann könnte es auch sein, dass ich vielleicht zwei von ihm nehme. Ganz am Anfang ist immer so ein bisschen Konkurrenzgedanke da. Es kann nur einen Bachelor geben. Was? Nein, das passiert nicht. Scheiße. Eins, zwei. Schießt gerne früher, wa? Oh, dafür schieße ich weiter. Jetzt, wo ich am Ende der Reise bin, muss ich sagen, dass ich sehr, sehr glücklich darüber war, dass er einfach da war. Und? Sag. Wir haben uns geküsst. Nein, wirklich. Ah, Tiger. Hast du dir die Handbremse gewöhnt, sag mal? Ich muss jetzt schon wieder schiffen wie ein Rost. Na komm, geh doch mal Pipi machen. Weißt du was? Das mach ich jetzt. Hat halt eine schwache Blase. Muss mal ein bisschen reinkeln. Hast du mich schon vermisst? Ja, weiß ich. Ich habe mich nicht nur hier verliebt, sondern habe auch wirklich einen neuen Freund kennengelernt. Was eine Zeit hier, oder? Auf Mauritius. Das war die schönste Zeit. Oh, das ist so süß. Boah, das ist eine geile Zeit, hey. Das nimmt mir niemand mehr. Das war und bleibt und ist unvergesslich. Ist einfach vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Auf die Liebe, auf uns. Auf uns. Euer Applaus auf jeden Fall. Wie war das für euch, als ihr erfahren habt, hey, ich bin nicht allein, es kommt noch ein zweiter dazu? Also ich muss sagen, ganz am Anfang war das schon natürlich ein Gefühl, wo du gedacht hast, warum genau müssen jetzt zwei da sein? Es reicht doch eigentlich einer. Aber vor allem jetzt nach den Bildern muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich glaube, Dennis hat schon recht gehabt, dass wir einen Freund gefunden haben. Aber wie war so der erste Eindruck, als ihr das erste Mal euch gegenüberstandet? Naja, also, wenn man jemanden das allererste Mal sieht, dann überprüft man erstmal, ist der Mensch für mich eine Konkurrenz? Oder halt auch nicht. So, also, sag jetzt nichts Falsches. Und ich glaube, jeder von uns hat natürlich Charakterzüge, die der andere halt gar nicht besitzt. Und das macht uns natürlich wiederum eigentlich gar nicht so richtig zu Konkurrenten, weil wir zwar äußerlich vielleicht ein bisschen Ähnlichkeit haben, aber charakterlich halt komplett unterschiedlich sind, was uns dann, also was, glaube ich, sowohl Dennis als auch mir super schnell klar geworden ist und von daher wir eher Richtung Freundschaft als Konkurrenz gegangen sind. Also das erste Aufeinandertreffen, Dennis, wie war es für dich? Auch irgendwie komisch? Ja, es hat einfach recht schnell auf menschlicher Ebene sehr gut bei uns funktioniert und harmoniert und man hat sich dann auch für den anderen freuen können, wenn er ja mit jemandem einen Schritt weitergekommen ist oder auch mal vielleicht ein cooleres Outfit als der andere anhat. Und wenn ich die Bilder so sehe, da ja, geht mein Herz auf. Wir haben wirklich sehr, sehr lieb gewonnen. Was ist besser als ein Bachelor? Na, zwei Bachelor. Schaut jetzt schon die nächste Folge auf RTL Plus. Ihr wollt nichts rund um die Bachelors verpassen? Dann abonniert jetzt den Kanal. Und für weitere Einblicke in die Rosenreise klickt hier.